So Leute, neue Challenge, neues Glück. Seras ist mit am Start. Hallo. Servus. Wir bauen heute die Challenge von Ernsthaft mit 3N, glaube ich. Nur Bergbaulaser, keine Schilde und keine Panzerung. Das wird eine interessante Nummer. Wir setzen uns selbst ein Money Limit von 250.000 Credits. Und dann gucken wir einfach mal. Und ich würde sagen, wir starten in 3, 2, 1, los. Ich muss allerdings sagen, ich habe mit diesen Bergbaulasern keinerlei Erfahrung. Ich weiß nicht, wie die schießen oder wie weit der Entfernung oder. Also da kann ich überhaupt keine Aussage zu treffen. Willst du Tipps? Ja, Theorie. Ach, scheiße, ich habe schon falsch angefangen. Ich muss ja mit einer Blaupause anfangen. Die haben sehr, sehr kurze Reichweite. Also es Ja, dürfte so das ziemlich die weiß kürzeste ich. Reichweite von allen Waffen sein. Okay. Also, Also. ich habe theoretisch schon eine Idee, was ich machen will, aber ob das funktioniert, ich weiß es nicht. Wie auch nicht. Die Frage ist halt, wenn wir keine Schilde haben, gibt es irgendwo und keine Panzerung, gibt es irgendwas, mit dem ich panzern kann? Alles explodiert, glaube ich, halt einfach. Nee, es wird nur abgebaut, es explodiert gar nichts. So, es explodiert gar nichts. Nee, das ist ja gerade der Kack. Okay, das eröffnet aber theoretisch schon wieder ein paar Optionen. Du kannst zwar quasi Woodspam betreiben. Ja. Ja, ich hab. Ja. Du verstehst, ja. Oh! Meine Güte. So. Oh, jetzt habe ich auch noch gedreht. Meine Fresse, heute bin ich aber wieder durch. So, was brauche ich denn dafür? Oh, Scheiße, jetzt habe ich mich aber verquatscht hier. Ja, solltest du nett machen. Oh, die haben die Türen ja an den Seiten. Ja, die sitzen richtig Ist bescheuert. das denn? Ja, ich bin mal gespannt. Also ich habe theoretisch habe ich eine Idee. Tu mir bitte den Gefallen, vergiss dein Cockpit nicht. Ja, theoretisch habe ich eine Idee, aber wie gut die sein wird, werden wir sehen. Nachdenken, nachdenken, nachdenken. Wo könnte ich das Cockpit hin tun? Wie viel brauche ich denn? Wie viele Cockpits? Eins? Denke, eins sollte, wobei, Nein, ich weiß. brauche definitiv ein großes. Oh, Scheiße, da komme ich aber gerade schon langsam mit der Money hart an die Grenze, da komme ich mit die Money hart an die Grenze. Du hast Problems. Bin ich mir noch nicht sicher. Ja, gut, ich darf hier eh keine Panzerung bauen, deswegen. Ja. Kann ich das umschieben? Kann ich das irgendwo sinnvoller platzieren, ist besser die Frage. Halt auch die Frage, wie groß du dich bauen willst. Ja. Und ich gebe dir noch einen Tipp frei Haus, die verbrauchen abartig viel Energie. Okay. Brauchen, also 6 Minuten 30 übrigens noch. Wir brauchen abartig viel Energie, sagst du. Warte mal kurz mal nachdenken. Also, ich kann steuern, ich kann Crew benutzen, ich kann schießen, in Anführungszeichen. Joa. Ich hab die Bergbaulaser auf einem meiner Warhammer 40K-Builds gemacht, weil die sehen halt aus wie die Laserkanonen. Aber die Reichweite ist halt echt begrenzt. Also geldtechnisch bin ich tatsächlich erstaunlich gut hingekommen, muss ich sagen.
Ja, ich auch. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Boah, sollte passen. Weiß, Leute, ich könnte gerade das Mirror-Tool benutzen, aber das ist jetzt alles so unmirrorbar teilweise. Wer Asymmetrie findet, darf sie gern behalten. Ist mir Latte. Oh, nee, das, da werde ich Mecker für kriegen. Disgusting. Oh Mann, dass man dieses Teil immer umdrehen muss, so umständlich. Umdrehen? Schrägen und so. Was mir fehlt, ist so, dass du das Teil mirrorst, also dass du bei den spitzen Schrägen, also bei die wirklich langen Dinger, immer auf die andere Seite musst, wenn es nicht richtig passt. Ja, das meinte ich ja gerade. Das war ja gerade mein Problem. Ah, okay. So, 4 Minuten 20 noch. Ich werde die Zeit gar nicht brauchen. Nö, ich auch nicht. So. Das Ding zu lackieren wird ein Problem. Lackieren? Da gibt's doch nichts zu lackieren. Doch, da gibt's schon was zu lackieren. Sieht dann halt nur komisch aus. Ja, ich weiß, es ist nicht schön, meine Damen und Herren, aber wie soll man das Ding hier schön bauen? Weiß, so schlimm sieht's jetzt gar nicht aus. So. Muni brauchen wir nicht, das ist schön. Wie weit ist wirklich die Reichweite von den Bergbaulasern? Also, du knutschst das andere Schiff quasi. Ja, das ist nämlich genau mein Problem gerade. Ich weiß halt nicht, ob das, was ich hier gerade gebaut habe, überhaupt funktioniert. Ach, du hast die zu sehr in die Mitte gesetzt. Unter anderem. Ich weiß halt nicht, wie weit das jetzt geht. Sind das 10 Felder? Sind das 5 Felder? Nee, schon einen Ticken weiter. Wie steht denn das hier? Reichweite 100 Meter. Ja, wie viel ist denn ein Kästchen? Das ist eine gute Frage. Weiß das jemand? Wenn ja, bitte in die Kommentare schreiben, weil ich weiß es nicht. So. Ich frage mich gerade, ob meine Crew langt. Ich vermute nicht, weil du sagst, das sind so viele Ressourcen. Oder dass es so viele Ressourcen braucht. Naja, du weißt ja, du musst die Crew gut einteilen. Ja. Ich habe noch ein bisschen Money übrig, da blase ich jetzt einfach noch Crew dazu. Hauptsache, viel hilft viel, sag ich mir jetzt einfach mal. So, bin genau bei 250.000. Ah, scheiße, die Crew kann ich mir nicht leisten mehr. Aber Crew ist ja wieder mit also over Money, oder? Nee. Munition, nicht. Also die Crew ist ja da schon mit drin, bei dem machen sie es. Achso, ja, stimmt. Das wäre ja noch schöner. So, ich bin auch fertig. Ich glaube, die letztliche Zeit lassen wir verstreichen. Ich mache es so und jetzt mache ich erstmal einen Flugtest, während bevor wir ins Lackieren etc. gehen. Okay, da habe ich eine Tür vergessen. Die darf ich aber noch setzen. Wobei, wie Zeit läuft ja eigentlich noch? Eigentlich schon, ja. So, Zeit läuft ja noch. Die kann ich rausnehmen. Das sieht gar nicht so schlecht aus, behaupte ich jetzt einfach mal.
Brauche ich, wie ist denn das eigentlich, wenn ich Maschinenräume baue, brauche ich dann überhaupt noch Türen zu den... So wie ich es verstanden habe, nicht, ne? Kann mir das jemand in den Kommentaren bitte beantworten, weil das wäre mir sehr wichtig zu wissen, weil ich weiß es nicht, weil dann könnte man diese Türen hier löschen, dann verbreitet sich Feuer auch halt einfach nicht so schnell. So. Wie schnell fliege ich denn? So, die Bauzeit ist übrigens jetzt um. Ja, gut, das, ich bin ganz fix unterwegs, würde ich sagen. Schauen wir mal. Gut, speichern nicht vergessen. Ich hätte es nämlich fast. Schiff Design speichern. Kuschelbuddy. Kuschelbuddy. Bau 1. So, wir lackieren, wir sind gleich wieder da. So, meine Damen und Herren, die USS Augenkrebs gegen den Schönling von der Pokai. 5 Touchdowns in meinem Spiel. Laser Lizzie. Oh, ja. Sagt der Kuschelbuddy, ne? Ja. Der Kuschelbuddy fliegt aber über 115 Sachen. Nee. Warum bist du so schnell? Du musst stillhalten, damit die was machen, ne? 114 Sachen. Also ich flieg 50 und bin glücklich damit. Ich glaube, dein ganzes Geld ist... Miau. Ja, komm mal ran, ne? Diesmal steuere ich, glaube ich. Einfach selbst. Also das wird sehr lange dauern. Okay, das macht ja gar nichts. Ja doch, es baut halt ab. Es explodiert halt nicht. Wie gesagt, du musst stillhalten. Das ist ein Battle der Geduld und nicht der Flinkheit. Wenn ihr eigentlich 360 Grad die Laser? Ja, ich glaube. Ey, ist lustig, das leuchtet ja sogar. Miau. Wie steuert man denn manuell? Da rate ich jetzt nicht. Okay. Das gefällt mir nicht. Ich bin schon ganz schön angekratzt. Was? Ein Glück, dass das komische Zeug nicht in Feuer aufgeht wie Stahlwolle oder sowas. Ja, oh stimmt, ich habe auch keine Feuerlöscher im Schiff. Oh, sehr gut. Aber du zündest halt eh nichts damit an. Du baust, wie gesagt, nur ab. Du drehst dich halt leider noch zu schnell, das ist... Ja, und meine ganzen Triebwerke sind intern und nicht so außen wie dein. Das ist nicht so das Problem. Er hat wehgetan, oder? Warte. Also meine Panzerung ist bis jetzt nicht einmal wirklich angekratzt worden, nur die Gitter außenrum. Was für Panzerung? Hast du Panzerung gebaut? Du darfst keine Panzerung bauen. Nein, das sind halt Wege. Das sind alles Wege. Was ist zum Fick mit meiner... Schusssteuerung los? Warum kreuzen die sich so komisch? Was ist der Konvergenzpunkt jetzt zu weit vorne? Verstehe ich gerade nicht, was da passiert, ehrlich gesagt. Ah! Was ist mit meiner Steuerung gerade los? Ich kann nicht mehr steuern. Ich hab die Triebwerke weggemacht. Nee, meine manuelle Steuerung war gerade plötzlich weg. Ah, weil ich mit T gearbeitet habe, ich Idiot. Dadurch geht die automatisch weg. Okay, das war mein Todesurteil, glaube ich. Oh, du bist so nervig, weißt du das? Aber hallo, ist der Plan gewesen. Schan.
Ja gut, du bist halt auf Wendigkeit, ich bin auf Masse gegangen. Boah, aber das war keine gute Challenge, muss ich es leider sagen. Das wird auch kein Best of Three, glaube ich. Nein! Meine Schubdüse ist weg. Wow, jetzt haut er nur noch ab, oder was? Nee, die Steuerung hat sich fast nicht verändert. Ich weiß zwar nicht, wie das möglich ist, aber anscheinend langen die hinteren Triebwerke dafür. Die sitzen eigentlich viel zu mittig dafür. Ja, aber eben. Oh, okay. Scheiße. Das ist ein Problem jetzt. Nein! Nein! Okay, jetzt bin ich einfach nur noch ein Metallklotz. Ich glaube halt, wie gesagt, das wäre lustiger, wenn du ein langsames Schiff gebaut hättest. Okay. Willst du dein Schiff mal zwei nehmen, aber dafür darfst du nicht abhauen? Können wir machen, ja. Muss ich aber kurz die Money erhöhen. Da Kuschelbuddy. Ja, Kuschelbuddy, dann kuschel jetzt aber auch mal. Nee, ich habe halt einfach Ring um Ring Wege und Gitter gebaut. Und wirklich nur das Wichtigste ist alles intern in dem Kern. Ich hatte ursprünglich mal überlegt, ob ich tatsächlich einfach, keine Ahnung, Lager, Waffen und sonst irgendwie einfach irgendwo hinpacke. Aber ich bin mir nicht sicher, wie sinnvoll das gewesen wäre. Upsi, warum fliegst du nicht weiter? Null, man muss sich erst zu den Sachen durchbrennen. Ja, ja. Ich bin mir nicht sicher, was man eines Schiff da gerade macht. Es tut komische Dinge. Ja, GG. Ja, aber zwei Schiffe im Wert von einem, also mit dem doppelten Wert von deinem, ist ja auch Quatsch. Also da kannst du ja nur verlieren. Ich glaube, hätte ich mich jetzt schnell genug drehen können, wäre es anders ausgegangen. Du hast mir halt die Kommandostruktur weggelasert von der Seite. Ja. Ja gut, das war die einzige Möglichkeit, wie man es hätte machen können. So, jetzt die Frage. Jetzt nimmst du mal zwei von deinen und nicht mal drei von meinen. Da machen wir einfach mal hier 800.000 oder so. Und jetzt bringe ich eins aus meiner Singleplayer-Kampagne. Okay, dann bringe ich meine aus dem Singleplayer. Das wäre auch mal lustig, wenn einer, weißt du, so asymmetrisch, einer kann ein Riesenschiff bauen und der andere irgendwie fünf kleine. Können wir auch mal machen. Wäre das was, meine Damen und Herren? Hättet ihr da Interesse? Wir können, also was ich mir schon vorgestellt habe, wir haben eine Woche Zeit. Gut, wie viel man dann baut, ist dann die Entscheidung des Jählings. Aber so viel Zeit, wie man will, um wirklich mal ein Schiff aufzustellen, das perfekt optimiert ist. Keine Beschränkung außer Geld. Ja, bitte. Also Geld auf jeden Fall. Sonst komme ich am Ende mit einem Borg-Cube, der wirklich alles ausreizt. Ja. Abdrehen! Sie sind zu fett! Ja, halt irgendwie nicht, ne? Ich drehe halt trotzdem sehr schnell. Weg hier. Formationsflug. Blaues Geschwader. Okay. So. Formation aufheben.
gesagt, Formation aufheben. Was ist für ein scheiß Problem? Ja, da sieht es nämlich schon wieder komplett anders aus. Ja, du hast halt zwei Chungus, durch die du dich durchschneiden musst. Alter, was ist denn mit meinem Schiffen los? Also die Steuerung versagt gerade einfach komplett. Die ist komplett überfordert. Also, steuerst du manuell immer noch? Nee. Bin ja nicht verrückt. Abbruch, Abbruch. Nee, also die Steuerung, also... Flottensteuerung ist echt nicht so gut. Dann solltest du mal gegen meine Flotte antreten. So, wie kriege ich den Steuerzweck? Nee, also meine Schiffe versuchen halt immer wieder auf eine ganz komische Reichweite zu kommen und dann fangen sie an durchzudrehen. Ja, setzt du manuell die Distanz? Nee, weil ich immer noch nicht weiß, wie das geht, außer mit T. Naja, gedrückt halten, rechts gedrückt halten, ja, aufs Schiff und einfach... Das ist ja auch wie T. Zieh gleich mal zurück wieder. Nee, also da habe ich mich verkalkuliert. Ich habe gedacht, dieses Gitter bringt mehr. Ja, also... Nicht wirklich. Nee, habe ich dann auch festgestellt. Was ich halt schade finde, ist, dass die Sachen nicht explodieren. Ja, das stimmt. Wunderschön. Ja. Haben wir alle genug gekuschelt jetzt. Dann haut Challenges raus und wegen Zusammenspielen melden wir uns demnächst mal. Wir überlegen es einen Modus, denn die größte Mehrheit war dafür, dass wir mal mit oder gegen die Community spielen. Deswegen stay tuned. Bis dann. Tschüssi. Ciao, ciao.